Ein Radmarathon im Oldenburger VW-Zentrum startete am Freitagabend und endete Sonnabend um 20 Uhr. Auf 120 Standrädern sollte innerhalb von 24 Stunden ein Elektroauto aufgeladen werden und mehr als 105,6 Kilometer zurücklegen. Das war der selbst aufgestellte Rekord aus dem vergangenen Jahr. Beinahe 2.900 Sportler schafften es mit ordentlich Power, den Rekord zu brechen. 120 Kilometer fuhren Wirtschaftsminister Olaf Lies und Oberbürgermeister Jürgen Krogmann mit dem Elektro-VW. Alle teilnehmenden Gruppen spendeten für das Oldenburger Hospiz St. Peter, sodass 10.794,89 € zusammenkamen. Damit soll das Hospiz ein Jahr lang mit Strom versorgt werden. Mit Rock- und Clubmusik heizte DJ Marusha den Radlern ein. Zwischendurch legte sie auch mal ruhigere Lieder auf. Auf der Bühne gab der Trainer auf seinem Rad die Befehle, sodass sich die Pedale passend zur Musik drehten.